Hallo bei der Serie iPhone und iPad Tipp des Tages. Heute zeige ich, wie man mit dem iPhone SMS sendet, liest, beantwortet und auch löscht. Zuerst schaltet ihr euer iPhone an und entsperrt es. Dann drückt ihr hier auf das grüne Symbol, unter dem Nachrichten steht. Dann öffnet sich die SMS-App und dort seht ihr alle eure SMS und MMS nach Empfänger gruppiert in einer Liste angezeigt. Und hier oben rechts könnt ihr auf das Symbol mit dem Blatt und dem Stift drücken. Dann öffnet sich das Fenster für eine neue SMS. Dort sollt ihr dann natürlich zuerst einen Empfänger angeben und da an. Dort könnt ihr jetzt entweder auf das Plus drücken, dann öffnet sich eine Liste aus dem Telefonbuch und ihr könnt auf den gewünschten Empfänger draufdrücken. Oder ihr tippt hier direkt eine Telefonnummer ein oder ihr tippt den Anfang des Namens ein, den ihr im Telefonbuch gespeichert habt. Das geht auch. Ich zeige das mal. Ich möchte einen Xaver schicken, also drücke ich hier auf X. Dann erscheint er schon und es kann sein, dass hier mehrere erscheinen. Und dann drückt ihr einfach auf den gewünschten Empfänger drauf. Dann ist er hier in dem Anfeld drin und dann könnt ihr hier unten in dem kleinen Feld, in dem Nachricht oder iMessage steht, mit dem Finger reindrücken. Und dann könnt ihr hier euren Nachrichtentext reinschreiben. Habt ihr eure Nachricht dann fertig eingetippt, dann könntet ihr über das Kamerasymbol, wenn ihr da drauf drückt, noch ein Foto hinzufügen. Dann wäre es eine MMS. Ansonsten, wenn ihr es mit nur Text, also als SMS verschicken wollt, dann drückt ihr jetzt einfach auf Senden. Dann geht die Nachricht raus. Jetzt zeige ich euch noch schnell, was passiert, wenn man eine SMS bekommt und wie man diese dann auch wieder löschen kann. So ein Zufall, jetzt kommt gerade eine. Ihr seht schon hier auf dem Sperrbildschirm ist jetzt die Nachricht schon mal zu sehen. Und normalerweise streicht man hier unten rüber, um das Display zu entriegeln. Man kann jetzt aber auch genau auf dieser Nachricht mit dem Finger entlang streichen. Und dann entsperrt sich nicht nur der Bildschirm, sondern es geht auch gleich die Nachricht auf. Hier ist immer in Grau dargestellt der Text desjenigen, der mir schreibt. Und wenn ich jetzt darauf antworte, das kann ich machen, indem ich in dieses Feld hier unten reintippe und dann auf Senden drücke, dann wird meine Nachricht in Blau bzw. Grün dargestellt. Was das mit den Farben auf sich hat, erkläre ich vielleicht einmal in einem anderen Video. Und so habe ich jetzt den Nachrichtenverlauf zwischen Xaver und mir hier in diesem Fenster. Wenn wir uns jetzt noch weiter schreiben, dann kommen da noch viele weitere und ich kann hier hoch und runter scrollen und ich sehe immer, was er geschrieben hat in einer grauen Sprechblase und was ich geschrieben habe in einer blauen oder grünen Sprechblase. Was passiert jetzt aber, wenn ich den Bildschirm ganz normal entsperre, also nicht direkt die Nachricht öffne? Wie finde ich die dann wieder? Ich bekomme jetzt zufällig nochmal eine SMS. Und öffne sie jetzt aber nicht, indem ich direkt über die Nachricht streiche, sondern ich streiche jetzt hier unten, um zum Beispiel noch irgendwas anderes zu machen. Und dann sehe ich, aha, hier oben bei dem Nachrichtensymbol ist oben eine 1. Dann werde ich wohl eine neue Nachricht haben. Dann drücke ich da drauf und dann öffnet sich direkt die neue Nachricht. Das ist dann nämlich diese hier. Und wie gesagt, darüber wird dann der ganze Gesprächsverlauf bisher angezeigt. Hier komme ich nun zurück zur Gesamtliste. Das ist, indem ich hier oben auf Nachrichten bzw. auf den Pfeil links zurückdrücke. Dann komme ich wieder auf die Gesamtnachrichtenliste und könnte mir jetzt auch eine andere Nachricht anschauen und durchlesen. Und wenn ich diese Nachricht hier gelöscht haben will, dann ist das ganz einfach. Ich drücke hier oben auf Bearbeiten. Dann kommt hier so ein Minus-Symbol neben den Nachrichten. Da drücke ich dann auf das Minus-Symbol und dann bestätige ich hier nochmal mit Löschen und dann verschwindet die Nachricht. Das könnte ich jetzt mit den anderen auch noch machen und wenn ich fertig bin, drücke ich oben links auf Fertig, dann bin ich wieder in der Gesamtnachrichtenliste. Zurück zum Hauptbildschirm komme ich über die Home-Taste. Ich hoffe, ihr fandet den iPhone- und iPad-Tipp des Tages hilfreich. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder mir einen Daumen hoch gebt. Und schaut mal in die anderen Videos vom Tipp des Tages rein. Vielleicht ist dann auch das ein oder andere Hilfreiche dabei.